Bin übrigens neu. Hallo. Perfekt, dass du sagst, hey. Hey, herzlich willkommen, Squaddy, in meinem neuen Video. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt von Squad und erleben alles mal von Anfang. Wir sind jetzt ein Blauherr. Ohne Erfahrung, ohne Ahnung, ohne Plan, ohne sonst irgendwas. Natürlich ist das ein bisschen schwieriger, wenn man Erfahrung hat, seinen Instinkten einfach abzuneigen und zu sagen, nee, ich habe den Gegner nicht gesehen, nee, ich höre den nicht und sonstiges. Aber ich habe es zumindest versucht und zu schauen, wie die Erfahrung ist, wenn ihr neu einsteigen würdet in Squad. Dazu bin ich auf 5 Server gegangen, zu 5 unterschiedlichen Uhrzeiten, alles in der Primetime logischerweise, unter der Woche. Und was ich erlebt habe, das erlebt ihr nun mit mir. Je Ziemlich nachdem, welche Klasse ihr abgeblockt, spielt, groß, deswegen werde ich kleine. für Church meine Backup setzen. Falls die Geneva rushen, dann setzen wir Radio unter der Brücke da. Zweier Move. Ah. Ja, doch, und dann die Hub da auf POI. Problem ist, wenn du es unter die Brücke setzt, das hört jeder, der rüberfährt. Stabiler Plan. Die Minenlieger hören das auch und die haben eine Schaufel, das ist dann immer ungeil. Klassische Brückenradio. Was haben wir noch? Kein Plan für die anderen Hubs. Was sieht's aus mit Fahrzeugen? Zwei heftige BTRs. Für drei Crows, M2. Waren die im Verband, der Gegner nicht? Wie neu ist mir neu, wie neu? Meinst du mich? Ganz neu. Ja, erste Runde neu. Aha. Hinten aus, was du tust, du schießt mit der rechten anvisieren, wie erst das laufen und so, ne? Was? Ich hab das Tutorial nicht gespielt. Aber generell nicht. Dein Ernst, Digga? Nee, 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 ich glaub, du trollst. Das glaube ich sicher. Das Tutorial habe ich gespielt, auf jeden Fall. Also, das ist wie zu immer langsamer. Aber ich weiß nicht, wie du das machst. Wenn du so bist wie COD, dann deinstalliere ich das Spiel. Hey, ich hab jetzt schon mehr Recall. Oh, was geht ab? Wir könnten gleich wieder in Nostschiebe verleitern. Wir fahren auf Church rauf. Frag mal den Lodge da. Auch immer gefährlich, wenn man hier lang fährt und wenn du dann möchtest, wirklich der was neue haben. Nächste Layer. Komm. Mal gucken, ob es da Eli gibt, sonst mache ich Helix verlaufen, dann kann ich dir ein bisschen was erklären. Hab ich weniger zu koordinieren. Ja, das ist gut, ich fäll mir alles. Haben da keine Chance. Unser Latzen hat's können schießen. Oh ja, genau wie ich gesagt habe. Jetzt kommen die ganzen Fahrzeuge rein. Zum Glück haben wir unsere privaten Munition. Ist das normal, wenn sie hier so bumm macht? So wie in Russland. Nein, das ist normal. Immer nicht jetzt. Das Hornbeschuss von 1 oder wer immer das ist. Jetzt geht einer von euch, kommt jetzt mit zu mir. Mit mir. Immer so, als wüssten wir nicht, wo die Fahrzeuge sind. Einer muss mit. Weil da hab ich schon den Fehler gemacht. Super. Ah, ich soll den Medic. Oh, war der wirklich Feinde? Ich glaube, einer der ersten muss mit Squad Limit. Schauspieler, tut das mal gar nichts, Leute. Ja, gut, okay, dann. Doch, du musst jetzt herkommen. Du musst herkommen. Ja, ist einer der total Katastrophe, ey. Beim Truck direkt in die Leute. Da ist der BDR auf der Straße, die Hauptstraße. Ja, weißt du, sonst wir fahren einfach geradeaus hier rein. Aber wir haben nur einen Strike. Wir haben zwei Huts und das ist ein Strike. Zwei Luts und eine Hut und die tun gar nichts. Okay, Rally steht, wer tut das Rally spawn? Oh, hoffentlich überfährt das nicht. Grenadier Nordost. Gehen wir jetzt einmal einfach auf, wie jeder Neuling das tut. Wir müssen roleplayen. BDR ist nach Nord weg. Oh je. Yeah. Das sind ja katastrophale Zustände, ey. Da musst du jetzt wegkommen. Komm mal, wer
versetzen jetzt hier noch so eine komische ab. Wissen wir fast. Release-Bohr 30. Ja, halt. Der ist der einzigste gerade gecapt. Jetzt ist er der einzigste, der gecapt hatte. Wir rennen jetzt voll in seinen Tod rein. Oh je. Yeah. Digga, warum kriegen die BTS und wir nur Kraus, ey? Was soll das? Ja, unfair. 3 ist tot. Scheiße, der BTR wird zurückkommen und die haben kämpfen. Wir haben 2. Wir kriegen dafür jetzt einen mehr. Und mit dem 50er ordentlich schießt, dann kann man das auch machen. Pro-Tipp, schießt auf den Turm beim Fahren, wenn der Turm disabled ist. Und es ist sehr schön mit dem Fahrrad zu koordinieren, dass man überhaupt noch was treffen kann. Und dann einfach rumfahren. Hast du verschossen, Schütze? Irgendein Schütze mit Money? Ich bin Schütze. Wie mach ich das? Granatwerfer auf den Rally. Wir müssen wieder hinten pushen, Jungs. Will noch jemand Money? Granatwerfer auf Observe. Wir haben Inf, die auf Rally pusht. Verteilt euch. In den Russen da oben nicht gewählt. Die sind absichtlich schlecht. Schmeißt eure Nades und alles. Müssen da ran. Schmeißt eure Nades und alles. Er ist tot. Ich verzeih noch für den neuen. Ja, das ist advanced. Das gehört dann auch Garbage einfach. Wir machen offen. Der Neuling, wir gehen nicht in die Deckung. Nein, Deckung brauchen wir nicht. Ich bin der Leere überhaupt in der Mutter. Genau deswegen brauchen wir keine Deckung. Der ist auch tot. Der geschossen hat. Wir müssen hier den Druck aufrechterhalten, dass wir uns auf der anderen Seite ran pushen können. Da kommen richtig viele. Schmeißt eure Smokes. Ja, wir kriechen auch nicht in die Deckung. Wir sind eiskalt. Wir brauchen keine Deckung. Die Deckung braucht uns. Rein ins Getümmel! Na, wir stehen auch, hier gibt's keine Gegner. Wer sind die Gegner? Verwundeter, da wissen wir nicht, was wir damit machen müssen. Brauchst du Munition? Ah ne, alles gut, ich sag dir Bescheid. Immer schön den anderen Leuten nachrennen und keine Deckung suchen. Perfekt. Ja, wir stehen da auch noch. Teil einsatzbereit. Das ist ein Klettervordeck. Ja. Ich hab Franz, komm zu mir, ihr könnt über mich mit dem Zaun klettern. Schütze da. Wir können das normal machen. Ja, perfekt, super. Geil. Digga, ich hab jetzt gedacht, der war friendly. Aber wir stellen uns zu öffnen hin. Link, wie schützt von Radar? Auf Observe ist noch Feind. Haben gekappt, Feind. Einmal im Winter auf Observe ausrichten. Den völlig offen rum, benutzt nicht unser Scope, wir sehen ja alles. Aber komm, wir benutzen mal Scope. Wenn ihr besser seht. Habt ihr irgendwelche Fahrzeugkontakte? Es kann sein, dass Observe, ich muss auf Observe Reichungsbuster spielen. Und den RWS könntest du auch. Ne, lass den RWS stehen, nimm da nur die Reifen raus. Aber wenn ich Einzelschuss spiele, das geht in die Hose. Von den Russen. Ich hör bitte auf der Hauptstraße. Normales Roleplay. Da oben guckt einer mit dem Kopf raus, das ist ein Ami. Das war meiner. Immer auf Bentley Fire achten. Das ist Dick. Wir haben noch einen Lodge hit Main, der tot ist, bitte einmal respawnen und einen Lodge von hierher machen, dass wir die Abfall setzen können. Fahrzeug, Lodge, östlich, Lodge, östlich. Das sind 15 Minuten, kurz auf den Schießen. Wir wurden geladen. Wir haben keine Ahnung, was wir machen. Vor allem im Südosten. Wir müssen hier einfach ein bisschen halten. Wir bekommen Geneva, die müssen hier früher oder später abziehen. Wir machen wir gut. Jetzt östlich steht Fight Logi. Wer hat das gecallt? Leute, dann ab. Ja. Einmal bitte markieren. Wir haben keine Ahnung, was hier abgeht. Wir überhören das Fahrzeug, das ein 50er Kaliber ist. Church wird kein Problem mehr sein. Von einem Buff. Versuchen wir mal einen Südosten. Der Blick über 62. Na, wenn's so zischt, dann machen wir alles gut. Hinter der Mauer. Hat zwar 10 mm, aber das hilft uns halt. Wir sind aktuell in Deckung. Maschinengewehr Richtung Süden. Jetzt über die Pure-Eiste hinzukommen. Das ist auch kein Maschinengewehr. Das ist nicht auf dem Fahrzeug. Ein maschinengepanzertes Fahrzeug. Eben, deswegen an den Pure-Eiste.
Sehr schön, sehr schön. Der BTR ist schön. Sondern POI ist vorbei. Doch, was er nicht machen sollte, ist jetzt geradeaus rein. Der testet gerade mal, ob es funktioniert. Dann brauchen wir alles im Blau. 3 haben wir feindliche Batterien geholt. Ich setze ihm einen Rallye-Kanal. Renn auch nicht zigzag. Generell. Wir rennen einfach durch. Gucken auch nicht nach rechts aufs Fahrzeug. Na, ich bin hier hinterher gerannt. Wenn der nächste ist, zählt durch, bitte einmal ein Lodge aus dem Hol mal den Medic hoch. Ich guck mal, ob der Knopf funktioniert. Ich hab hier so ein magisches Pflaster, ich weiß nicht, was es tut. Ich klatsche es dir jetzt in die Fresse. Gibi, kannst du kurz runterkommen, bitte? Ja, ich kann mich selber healen, ich bin die Medic. Ist das unser Angeschütze? Gute Tat ist gemacht. Ja, ist Gibi. Gucken wir uns jetzt aber mit dem Scope nicht um. Ganz wichtig. Und wir sollten vielleicht nicht rennen. Hinterher, wo willst du den haben? Bitte einfach so viele Baupunkte hier auf die FOB tun, dass wir das Hub neu placen können. Die Hub. Der Lodge hat noch Baupunkte. Also mindestens 600. Ignorieren wir jetzt nochmal. Wir auch sind ja näher. Wir wissen das nicht, dass da Baupunkte drin sein könnten. Du, so um dich. Guck mal ein bisschen nach rechts, ein bisschen mal nach links. Okay, der kümmert sich jetzt drum. Aber auch nicht so richtig, der macht mir die Reifen weg. Direkt auf einer Straße, bitte. Richtungen sind auch immer scheiße, weil die immer direktional sind von deiner Position aus gesehen. Das der Himmelsrichtung ist besser. Ist ja, der BTR-Marker da noch aktiv? Muss ich aufpassen? Nee. Das gerade raus, es kommt ein anderer rein. Achtung, BTR pusht jetzt hier auf uns. Guck mal, wie der hat reagiert. Der hätte auch nicht können. Er hat keinen Schuss abgegeben. Guck mal, haben wir ihm noch Munition? Die haben sich da alle schon bedient, ey. Gucken wir mal dem Hatzo. Ich bin einfach völlig offen. Machen wir mal, Leute. Kann der Hatzo den Schuss treffen? Versucht das überhaupt. Das Fahrzeug ist schon runtergefahren, jetzt hat er Long Range, jetzt wird's schwer zu treffen. Okay, der BTR ist weg. Ja. Jo. Der BTR 82 fallen die. Ja, der BTR 80 ist da und so. Wir rennen hier rum wie die Hühnchen. Moment, wer ist der Bravo Medic? Orange Fancy Pants, kannst du kurz das, die Hub runterschaffen, bitte? Ich renn offen und langsam über die offene Straße. Radio, ja. Ich empfehle euch, Arsch an die Wand. Die Hub. In die offen rennen. Nicht langsam rennen. Und schnell von Deckung zu Deckung. Nämlich neu, der aus dem Logic kann mithelfen, das Ding runterzuschaufeln. Dann, wenn die Supplies ausgeladen sind, die Hub runtergeschaufelt ist, Hub neu gesetzt, ziehen wir auf Geneva nach. Mal Munition, bitte. Ja. Wir haben nicht, dass wir nur 10 haben. Ja. Können wir auch gleich eine Munibox aufbauen? Naja, ja, wenn die habt schon steht. Füll die mal, wenn du kannst, wieder auf am Munitionspunkt. Okay. Dann ist die wieder voll. Ich geh zum Munitionspunkt. Machen natürlich schön brav, was die uns sagen. Okay. Stellen wir unseren Verstand einfach mal aus, ja. Einfach mal völlig neues Squad. Das ist aber ein Erlebnis. Spielt sich auf den Anfänger selber. Das ist ja auch mal okay, lustig. Zur Hälfte down. Sieh nicht aus töten, lass uns einfach töten. Haben wir einen Medic da? Nee. Wir hatten drei. Ja, der ist nicht da. Nee, Eber ist da. Der ist unten im Bauer. Ja, ich wollte aber eigentlich zwei. Achso, ja, der ist weg. Hm. Da waren wir jetzt Dimi. Bist du Muni? Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ja, auf, ich hätte mal. Okay. Hier, ich setz mal kurz. Könnt's. Nicht schießen, oh Mann. Ich könnte die Lodge nochmal 50-50 voll machen, falls du mal woanders eine hochziehen willst. Okay, das wäre super, danke. Okay, und jetzt? Und, da, und dann bei Command Supply Roads, das müsste der zweite sein, der zweite Streifen da. Und da hast du unten die beiden mit dem roten Kreuz drin, ne? Okay, okay. Kannst dir aussuchen, ob du den mit Visier für lange Strecke oder Mittelstrecke haben willst oder den für kurze Strecke. Ne, Mittelstrecke. Und dann noch einmal an der Munitionsbox aufpositionieren, weil du startest irgendwie nur mit zweimal gezielt. Und? Oder radelt das schon mal. Schau mal, den nicht drauf. Genau, also sonst wirst du eingebaut. Was, dann kann ich einbauen. Ja, super. Nee, ich möchte mich nicht fühlen wie. Am Boden siehst, wie spitzer italienischer Mafia. Das du jetzt in der Hand hast. Dann alle einmal aufpositionieren noch. Kriegst du dafür Punkte?
Die hat einen Pistolenpunkt. Geil. Ja. Ich manipuliere die Gesamtpunkte. Ich will meine Punkte. Okay, er hat die Meter schon gefunden. Kriegst du mehr Punkte? Oh, der ist echt geil. Lass ich bin leid, ich will einfach Punkte haben. Abholen, wir sammeln es dann auf 5 Mark. Ich hab mal Battlefield gespielt und da kriegt man so viel Punkte. Ja, Digga, Battlefield 2. Kann ich hier auch aufranken? Gleich abknallen, nochmal wieder beleben für die Punkte. Tja, ich will meine Perks haben. Gibt's hier Perks? Willst du Waffen Customization haben? Obwohl die kommt. Ja! Will ich mir frei spielen können? Gibt's die nicht hier oder wie oder was? Gehört, die gibt's hier. Nee, gibt kein Leveling. Wie? Was machen wir jetzt? Squad. Wir warten auf die anderen, dass sie uns abholen. Wenn wir nach, einen Ruck, wenn wir nach Norden kommen, wir setzen noch ein Backup Rally. Direkt der Rest bleibt da, nur der Bravo Medic kommt. Wir warten jetzt hier, dass unser Lastwagen kommt, dann steigen wir da ein und fahren weiter vor, wo die Action ist. Dann knallen wir Leute ab. Geil. So wie im echten Leben. Hm. Ja. Amerikaner Experience und so. Mal den hab ich. Das hab ich geguckt, ob das funktioniert. Ganz wichtig. Okay. Soll ich denn dir Punkte holen? Ich brauch meine Punkte. Darf ich? Das ist fucking Emo-Trap. Der hat Angst. Warum hat der Angst, ey? Ich mach noch gleich wieder Heile. Ey, ich mach auch keine virtuellen Namen, ja? Eine klare Superoperation. Mach mal, du willst mit mir. So. Gut, dass ich nicht schießen kann. Los, Alter! Wo geht's hin? Das würde ich auch noch nicht dafür gehen, Attack. Offizier? Ja, auf dem Weg. Und jetzt gleich wieder das Fahrzeug, was uns alle wegballert. Ich wollte nur vorstehen. So, wir fahren auf den Move Mark, hätte ich gesagt. Wir fahren ganz weit über den Norden und dann nach Süden. Achtung, im Norden ist ein BTR markiert. Deswegen ganz weit Norden, wie die POIs anzeigen. Hab's gesehen. So, wir sind neu, ja. Machen nicht die Karte auf, gucken uns die Lage an. Naja, brauchen wir nicht. So, weg mit der Karte. Wer braucht eine Karte? Ah, ne, da oben. Ja, Gewohnheit. Muss ich mal ausstellen, Kopf. Der war echt arschschwierig, ja. Bin überhaupt nicht der Typ, der. Zu professionell. Was machen wir jetzt? Vor dem Fluss südlich, ja? Wir fahren jetzt runter. Siehst du den Movemarker auf der Karte? Da fahren wir hin. Dann mach mal die Karte auf. Tab. Oder M, ja. Was denn? Oder auf Enter, da hast du dieses große Einstiegsmenü. Danke. Rein den. Die nächste links. So viel offizielle Karte benutzt. Okay, uns wieder die Lage an. Egal was du machst, einfach auf W halten, okay? Also hier wird hundertprozentig die Rapier stehen. Die sind nicht gerade hier. Das, wenn die Rapier hier steht, können wir so ein bisschen abmessen. Dann könnte es gut sein, dass hier eine Backup-Hub steht von denen. Wir müssen erstmal anfangen. Das heißt, wir haben gute Chancen, direkt in die Ecke zu kommen. Oh. Ramin, direkt rein! Oh. Ramin, raus! Alan! Kann ich den auch wieder beleben und nochmal zu töten? Denk dir. Ja, weit, Fahrer, bald, dann schnell weiterfahren. Du kannst, schön der erste Schuss hier. Wenn du an Freunde rangehst und dich hincrouchst, dann kannst du mit F die Entdeckung ziehen. Das kannst du auch mit Feinden machen. Das ist ganz lustig. Cool. Kann ich die dann auch wieder beleben und dann nochmal töten für Punkte? Nein. Es gibt auch leider keinen Lokalchat, dass du die Feinde hörst. Das wäre ziemlich lustig in dem Spiel. Ja. Doch mittlerweile KI, da kann man auch die Stimmen direkt übersetzen in die andere Sprache. Die Rechte haben wir noch abgegeben. Bruder, du müsstest arbeiten bei Offroad. Schön fahren. Was? Ich will nicht bei den Nein! Nein! Die schießen, die sind böse! So, wir setzen sofort nach Süden, West, Südost, Verteidigung auf.
Ey, guck mal, ich hab eine Puppe. Hallo, ich bin Russe. Gut. Ich komme in Frieden. Such nach dem Radio. Ich setz erstmal. Guck mal, das ist Squad-Leader. Guck mal, ich kann mit dem spielen, das ist meine Puppe jetzt. Hol mal deine Packung raus. Nee, ich spiel jetzt mit dem hier. Hol mal deine Packung raus. Jungs, Situation, such das Radio. Das heißt bitte, hallo? Du bist nicht krankenversichert, hast du gesagt. In dem Gebäude steht die Hub. So, der andere ist. Ich hab Ultra Premium. Ah, ja dann. Machen wir das. Hier, direkt geil. Wer will noch Heilung? Wir haben das Radio gefunden, hab ich gehört. Ist das jetzt unser Ding oder ist das der Gegner-Ding oder was ist das für ein Ding? Proxy runterschaufeln. Oh, schaufeln. Ja, dann schießen wir mal aus. Rechts, okay. Ja, ja. Was ist der Unterschied? Ah, stimmt, links war runter und rechts war hoch, oder nicht? Andersrum. Genau. Ah. Nee, links ist rechts. Ah, so. Dann machen wir das jetzt, bis es weg ist, oder? Ich sehe die ab. Ich schaufel und der andere so, da. Wer jetzt nicht schaufelt, einmal auch noch Security setzen. Schaut, wie lange schaufeln wir? Warte, schon lange. Nee, reicht. Brauchst nicht weiter schaufeln. Eine Stufe reicht. Südlich, ich hab noch hier Drogen für euch, glaube ich. Verdacht, Charlie Mark. Wer will Amphetamine? Willst du? Der ist südlich. Muss aber nur drin stehen und einatmen. Das lassen wir lieber. Ja, an den Bahngleisen. Wie? Zwischen den Waggons. So, alle Leute, die gerade nichts mehr zu tun haben, können schon mal hier auf Movemark rennen, da setzen wir die ab. Und wo ist der Movemark? Ich setz kurz Radio. Da ist der Movemark. Suchen wir das Radio? Wer schießt denn das, böse Menschen oder gute Menschen, die da schießen? Einstellen bitte, weil wir das Radio zu bewachen, durch nichts weit. Wollen wir aktiv mithelfen, die Leute? Wir haben gegnerische Radios schon gefunden. An der nee, wir haben die Information nicht gesehen. Ihr seid bald right? Ja, die kommen da gerade hoch, da musst du aufpassen. Mal denen helfen. Schieß mal ganz schlecht. Beide Seiten von. Er hatte seine Chance. Dürfen ja nicht auffallen. So. Scopen wir noch? Ne, wir scopen mal nicht. Spielen wir das da, dass es im Konzept passt? Wir machen das blau, ja. Die rennen da einfach rein, oder nicht? Denk bitte dran, kommt Movemark. Die Leute, die noch im Süden sind, die können da bleiben. Der Rest jetzt am Rally Spawn, bitte Movemark kommen. Was mit dem MG hier? Der liegt auf der Ding. Kann ich den holen? Na ja, ist tot. Nee. Komm, mich kannst du holen, theoretisch. Ich lieg auf der Brücke. Okay. Laufen, wir gucken uns nicht um. Irgendwann hin. Gesehen, ja, ja. Nee, ich weiß. Versuch zu überleben, bitte. Versuch zu überleben. Komm weg. Nicht schießen, einfach überleben. Wer Rally spawnt, wir haben hier ungefähr Kontakte. Ja, da drin noch okay, ihr müsst jetzt nicht mehr im Süden zu der Brücke rennen, ihr müsst jetzt nach Norden hochkommen, bitte. Ja, wenn er schön lebt, dann noch oder nicht. Danke. Okay. Ich teste mal, ob der noch lebt. Hast du noch ein paar Organe? Ja, das noch nicht aufgegeben hat. Alter, also, ja, da spritzt du ordentlich, guck mal. Hä, ja, aber haben wir denn das Feindradio hier? Oh, da war ein Feind, oh! Haben wir nicht. Hä? Wart ihr nicht dran? Nein, das war nur die Haft, die wir eine Stufe runtergeschickt haben. Irgendwer hat gesagt, ihr wart dran. Okay, ist sogar von den Toten wiedergekommen, oder wo kam der? Naja, das war ein zweiter, der kam von Westen. Ich hab doch gerufen, dass ich ihn ganz brennen will. Aha, ich hab nichts gehört. Sorry. Die rennen hier alle so laut. Ja, alles gut. Feinde Nordwesten. Jetzt muss ich aufgeben, oder? Ich hab's hochgeholt, wir können es einmal selbst. Ich bin ja selber heilen, klar. Ich baller mir jetzt nur die geilsten Drogen rein. Wenn ihr Glück habt, erwischt ihr die von hinten. Die müssten schon an der Beach sein, wo unser Lodge steht. Ja, ja. Oh, hier ungefähr. Okay. Auf nach Norden. Hab das gleich oben. Ja, wir gucken uns jetzt nicht mit Alt um, das wäre zu scale. Wir nutzen die Alt-Taste hauptsächlich nicht. Ich halte den gleich in den Rücken, versteck euch. Da ist ein Russe links von uns. Ist tot. Hab den Typen an der Hub. Yes.
Wir haben den jetzt gehört, aber wir richten uns mal nicht aus. Ja. Den Finn und Nylin richtet euch aus nach den Schüssen. Schnell in die Richtung Flusser. Guckt zumindest mal, wenn ihr Deckung stellt. Dann ein bisschen besser in Bewegung. Mit den Range Scope vielleicht nicht so viel. Müssen wir machen. Meine Seite der Mauer? Ja, auf deiner Seite der Mauer schon. Der ist schon drüben am Stein hier. Wir haben das Radio, weiß ich auch nicht, ob wir es gefunden haben, ist mir auch egal. Gucken wir da, ob da einer sitzt. Nein, das steht nah drin, ist unsere. Die ist immer überrannt, oder? Und zwar aus Richtung Train Depot. Sah so aus. Hallo. Hast du so ein rotes Symbol? Hast du Hämorrhoiden oder warum ist das so rot bei dir? Was sagt was mir? Ja, das ist so ein rotes Medizin-Symbol. Das heißt, du hast entweder irgendwas anstecken, das hast du auf jeden Fall. Rotes Nigol in der Medizin. Also ich empfehle eine Bleitherapie, damit besiegt man alle Krankheiten. Macht das Militär auch mal so. Vielleicht zieh dich mal in den Bus. Perfekt. So, wir rennen jetzt hin. Ich glaube, ich verarzt den Menschen. Auf Surf. Jo, wenn lebt. Komm, ich streichel dich. Oh, gleich geht's besser. Oh, finde ich geil. Geil. So, guck mal. Hey, bravo, ja, du hast wieder voller HP. Und bist nicht nur low mit wenig HP. Links liegt einer bei der Brücke, da im Gebäude vor euch ist nur einer. Ich lass jetzt einfach mal das Quad für uns spielen. Hey, sorry, war ein Freund. Hab ich falsch gesehen. Wow, da hat was Bumm gemacht. Max mit ganzen Zwang. Das war nicht das Flugzeug. Jo, bin schon dabei. Die haben echt das Flugzeug dafür verschwendet. Tja, für mich, das hat Aura gemacht. Hat riesen Bumm gemacht. Echt frech, die Rossen. Schaffen hoch und der Rest, wir müssen eigentlich schon wegpushen. Aber wir sind gerade eine gute Ablenkung, unsere Freunde Captain Tönipo. Ah, ja, aber Geneva. Eben. Scheiße. Ich darf nicht vergessen. Straße Süd. Immer nach dem Mauerstein. Bitte da. Schneller, ich hab Aua. Bandage holen. Ja, ich hab Push-Bandage holen. Schneller. Bin ungeduldig, ich komm von Call of Duty. Ja, AT können da hingehen und wir lassen die Hardbits stehen erstmal. Ich hoffe, dass wir irgendwie einen W-Schlüssel bekommen. Jetzt echt extra haben die so ein Flugzeug gehört oder so nach 20 Fels oder was war das gerade? Da kam so ein großes Flugzeug in meine Fresse. Da kommt der Infanterie auch ran. Der gegnerische Commander benutzen. Frech. Welche Richtung? Alle 20 Minuten. Markiert südlich, westliches Radius. Einer bitte mindestens mit mir kommen, dass ich Flanking Rally aufstellen kann. Bei der Position, die feindliche hab. Ach du mal, haben wir den nicht gesehen? Wie kann der nicht tot sein, deswegen fallen deine Birne. Egal. Wie schnell campen wir? Mit zwei Strichen. Okay. Warten Sie durch, neutral. Ruf, ich will weg, Mami. Ja, wir müssen eigentlich das Ding hier runterschaufeln, das ist scheiße. Bekommt ihr das hin, das runterzuschaufeln oder nicht? Ich bin professioneller. Wir gehen alle Feinde aus Nordosten, aus dem Breach. Okay. Guck mal so, jetzt wissen wir nicht, wo der Gegner ist. Max, kannst du bitte mal zu mir kommen? Ich bin gerade ein bisschen unter Feuer hier. Sie ist ein bisschen schlechter. Ich bin noch einer. Ach, dass du auch scheiße schießt. Das wäre jetzt wichtig. Schießen die Noobs. Gutes Down, schießen wir zurück. Kann er nochmal da rankommen. Weiß ich, wie viel Mörser ich noch haben soll. Feindlicher Tiger auf der Straße? Ja, sehe ich. Ist durchgedüst. Ja, ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Hoffentlich. Ich brauche keine Granate. Ja. Kann er mal kommen? Ich hoffe, das ist ein böser Mensch. Bei der Straße. Ich bräuchte mal Fireteam. Nicht da hinten. Getroffen haben wir den nicht. Das war Poli.
Jo, ich. Werde weg jetzt. Einen Namen nennen. Ab Süden aus, über die Hauptstraße, über die Brücke. Ah, oder dreht ein. Ja, nach Westen, nach Osten. Ah, jetzt guckt er raus. Oh ja, komm auf die Straße, komm auf die Straße. Zieh zurück. Wir haben aus Süden. Das sind zwei gewesen. So? Ja, das dürfen wir nicht wissen. Wir haben den nie gesehen. Wir sagen denen jetzt auch nicht, dass er hier hinten dran liegt. 10. Gott, schlechtes Timing. Perfekt. Lass das Radio da stehen. Ich hoffe, die finden uns entweder einfach können. Nicht oder... Ey, das ist... Das was kriegen wir nicht mehr gesehen. Versucht hier einfach auf Training zu kommen. Wenn du uns erstmal spawnen halten, dann... Erstmal die jetzt noch einen spawnen will. Die müssten den ja irgendwann mal getötet werden. Ein einzelner. Das Problem ist halt, wir sind hier in der Minute. Ich hab den Schütze angeschossen. Wo? Richtung Main zurück. Okay, einer ist noch da anscheinend. Oh. Ist der drinnen oder was? Okay, ich renn jetzt rüber. Ich renn jetzt rüber. Auf Pauli wieder. Ich hab Drogen, willst du Drogen? Ja, jo. Geil. Ich glaub, da hinten wird einer angeschossen. Hey, du kannst da hin jetzt rennen, das ist gut. Oh, in der Hub ist ein Gegner, in der Hub ist ein Gegner. In der Hub, beim Brunnen, hier rechts. Hier sind immer noch ordentlich Feinde drauf. Bis auf einer können wir alle rüber pushen. Der ist im Brunnen, der war im Brunnen. Ja, aber ich glaube hier neben dran auf hier neben dran auf dem Dach bauen. Wir müssen den Cap hier stoppen, sonst ist die Runde komplett durch. Gott. Okay, bitte, er hat mich, aber das Radio ist eine Stufe runter. Ja. Nice, ja, nice. Über der ist südlich von der Flagge. Der fährt da in der des Gebäudes rum. Dreckiger Mann, du kommst auch rüber, bitte. Da noch irgendwo einer hier oben auf dem Dach lag oder so. Na, boah, der ist Sugarhaut. Du bist das. Der ist da. Uff, das sieht ja richtig gut aus. Wie haben wir denn schon 30 Tickets runter? Achso. Naja, das ging richtig schnell hier. Wir haben auch unser Radio of Church rausgenommen, habe ich auch nicht mitbekommen. Wir haben sowieso keine Tickets mehr. Oh Mann, ich wollte mir gerade Drogen geben. Hier werde ich unterbrochen, Mann. Nix mehr. Was soll denn das? Nee, die Runde war trotzdem Action geladen, Mann. Das ist jetzt die beste ewig. Können wir da mal noch ein paar Kills machen? Oben, ja. Der steht direkt da. Ja, ist minus. Ah, wir machen aber gleich so. Wir sticken wir dazu. Wir wissen auch nicht, wie man da hochkommt. Deswegen verlaufen wir ein bisschen verwirrt rum. Mal verwirrt rumlaufen. Spawn auf einmal. Ausdauer, wir brauchen Ausdauer. Ja, vielleicht bei den Stellen, weil die haben zuerst unsere nördliche Hub von da gerusht und jetzt uns das südliche. Haben wir den Feind gesehen? Ja, nein. Okay, Kollege. Also, da ist auch noch einer, ätzend. Ist clear. Ätzend! So. Wer ist noch da, ist genau auf Depot pushen. Sonst, falls unser Medic Charlie Medic wieder ran, wenn du wieder hochkommst, dann spawn mal bitte. Also, schauf mal das Radio hier runter. Was ist denn los? Wir verlieren sogar die Hub of Church. Ja, ich glaube, ich muss gar nichts mehr machen. Scheiße. Haben wir gewonnen? GG. Was für eine Witzrunde. Das war eine schlechte. Das ist